hier in dem Buch von Papa? Der Tag der Konjunktion steht, die U-Bahn verbindet alle Welten des Wunderlands miteinander. Du, hör mal, Ju. Hm? Dieser Vogel, die haben wir zu verdanken, dass er hier ist. Sag ihm gefälligst, er soll das lassen. Sieht so aus, als zieht er dir gern an den Zöpfen. Babys haben ja auch einen Beißring. Und woher weißt du dieses ganze schlaue Zeug? Also, das ist so, seitdem ich diese Vogelfeder trage, weiß ich, was der Schokobo denkt oder sagt. Du verstehst die Vogelsprache? Ja, keine Ahnung, wie es funktioniert, aber es ist so. Das ist mir völlig egal, er nervt. Aber eins ist unklar, wohin die U-Bahn fährt, weiß ich noch nicht. Darüber schweigt er sich aus. Ich freue mich, euch zu sehen. Herzlich willkommen. Ihr befindet euch in der Nacht von Wunderland. Ich bin Fabula. Mysteriöse Dinge erscheinen mir. Zum Beispiel zwei Kinder, die ihre Eltern suchen. Sie sind verwirrt, aber mutig. Ich sehe eine kämpferische junge Frau. Einen wiederauferstandenen Helden. Und eine alte Frau, die auf einem Vogel reitet. Aber wenn die magische Waffe Magun dröhnt, erzittert Wunderland. Der Held geht, und wenn die U-Bahn das nächste Mal hält, sind wir in Frucht, die Stadt des süßen Dufts. Osha, wie geht es, Chaos? Schön, dass ihr fragt, Euer Exzellenz. Chaos hat gerade eine der Außenwelten verzehrt und es geht ihm ganz ausgezeichnet. Wie meinen? Details bitte. Wie ihr wünscht. Der Mann vom Schwarzen Wind, der das Magun sein eigen nennt, ist aufgetaucht. Er ist gegen uns angetreten und aufgrund seiner Fähigkeiten gehe ich davon aus, dass er grenzenlos sein könnte. Was bedeutet grenzenlos? Dass es sich um ein Wesen handelt, dessen Kräfte sogar die Macht Gottes übertreffen. Ich bin hier der Gott, sonst keiner. Nichts auf dieser oder jeder anderen Welt kann meine Macht übertreffen. Sehr wohl, Euer Exzellenz. Dann wollen wir den Mann vom Schwarzen Wind lieber beseitigen. Hast du mich gehört, Makenchi? Euer Exzellenz, gewährt mir eine Bitte. Bevor Makenchi ihn fertig macht, möchte ich versuchen, einen Blick auf das Magun-Schätzchen zu werfen. Du hast nur Flausen im Kopf. Willst du dich denn immer nur amüsieren? Wenn's geht, jederzeit. Du schon wieder, du hast uns lange genug belästigt. Du kostest nur Nerven. Geh weg, du Verlierer. Euer Exzellenz, das war knapp. Ich dachte, ich würde sterben. Das heißt ja, dass der unsterbliche Fungus doch sterblich ist. Ich kann nicht sterben, selbst wenn man mich in Stücke zerreißt und in alle Winde zerstreut. Ich erwache immer wieder zum Leben. Nur leider wird es ein Weilchen dauern, bis ich meine ursprüngliche Größe wieder annehmen kann. Da muss ich eben abwarten. Versager.
nächste verrückte Welt. Es ist sinnlos. Hier kommen wir nie wieder raus. Hä? Sind das etwa Menschen? Ich bin schon mein ganzes Leben lang hier. Aber meine Welt und mein Zuhause ist im Nirgendwo. Denn von mir ist nichts übrig. Ich sitze auch immer hier, Tag für Tag, immer fort und esse diese Frucht. Wir Wesen sind dazu verdammt, einfach nur da zu sein, um zu jammern. Wir leiden, aber wir können uns nicht bewegen, geschweige denn von hier entfernen. Ich finde es hier bescheuert. Du hast recht, hier finden wir Papa und Mama bestimmt nicht. Wir verschwenden unsere Zeit. Das ist kein Problem. Wir können die Zeit nutzen und uns etwas umsehen, bevor die U-Bahn abfährt. Die Gelegenheit ist einmalig. Da! Das ist Chaos. Chaos wird uns angreifen. Sieh mal, Lisa! Der geheimnisvolle Fremde? Ja, da! Da ist der Magunmann! Nanu? Wo ist er denn hin? Unser aller Dasein wurde weggeführt. Vielleicht habe ich mich nur geirrt. Die Zeit hier verrinnt. Naja, vielleicht ist er es doch nicht gewesen. Wir sind immerhin mit der U-Bahn hergefahren. Da kann er uns unmöglich irgendwie zuvorgekommen sein. Egal, ob wir die Augen auf oder jetzt verstehe ich. Die Welt hier besteht nur aus Früchten. Die frisst der Schokobo gern. Ob wir die auch essen können? Ja, ja. Das riecht ja lecker. Nicht abbeißen. Das könnte gefährlich sein. Wir dürfen nichts riskieren. Hör endlich auf, sein Gesicht zu ziehen. Du bist ja ein richtiger Spielverderber. Wir sind im Wunderland. Hier ist alles anders, als wir es gewöhnt sind. So steht es jedenfalls in Papas Bestseller, der Tag der Konjunktion. Weißt du das nicht mehr? Das Buch haben wir vorwärts und rückwärts gelesen. Nanu? Hey, du Dieb, bleib hier! Ei, nicht! Nicht über die Brücke! Ei, nicht! Schokobo, hol meine Schwester zurück! Los! Er tut's nicht. Bleib sofort stehen, du gemeiner Dieb! Bleib stehen! Komm gefälligst zurück! Warte, ich will meinen Rucksack wieder haben! Dieses Wunderland ist keine gewöhnliche Welt. Hier ist kein Platz für die Zukunft meiner Träume. Unser aller Leben wurde fortgeweht. Was machen wir nur? Hier gehen die Ohren anders. Zeit ist nicht Zeit. Alles verweht. Man darf nur nicht denken, dass man fliehen könnte. Die Leute sitzen hier den ganzen Tag nur herum und jammern vor sich hin. Die Öde, die Leere, das sinnlose Sein, das ist es, was wir sind. Hier ist das Wunderland und wir sind gefangen. Man darf sich dem Grafen nicht widersetzen, denn er ist nicht von dieser Welt. Graf Tyrann wird von den vier Herren von Gaudium beschützt. Suchst du etwas? Frag wie. Chaos greift an. Entschuldigung, das eine Frage. Hat keinen Wert. Hier ist nicht gerade zufällig ein Typ durchgeflitzt, so einer mit einer Kutte und einer Kapuze überm Kopf? Die Kapuze sah so aus wie die, die ihr hier auch alle tragt. Aber der ist doch hier durchgerannt, oder? Verflixt nochmal, sag doch endlich was! Er hat meinen Rucksack geklaut und ist hier durchgelaufen, das weiß ich genau! Jede Suche ist sinnlos. Was man verloren hat, ist verloren. Nie bekommst du es wieder. Wenn man nach Wunderland kommt, muss man den hiesigen Gesetzen gehorchen. Das ist das Gesetz von Wunderland. Ja, ja, das sind die Gesetze. Lass es. Gib auf. Das ist sinnlos. Chaos. Das hat mir gerade noch gefehlt. Jetzt habe ich mich verlaufen. Jetzt könnte ich die Sachen aus meinem Rucksack gut gebrauchen, aber die hat mir der Kapuzenmann geklaut. Na toll. Ich hasse dieses Land. Hier ist es
Nanu? Höre ich da Wellen? Ein Meer? Ich bin die Fee Fabula. Ich bin deine Führerin. Und du hast also deinen Rucksack verloren. Alle haben zu mir gesagt, ich soll nicht suchen, weil es sinnlos ist. Aber diese Kapuzenleute sind komisch. Sie quasseln und jammern und tun nie was. Was ist denn das hier alles? Ich finde mich wirklich nicht zurecht. Es sieht alles so merkwürdig aus. Ich weiß nicht, ob ich es schön oder schrecklich finden soll. Oder nur verrückt. Nanu? Zum Beispiel das hier. Ist das gruselig oder süß? Wenn es dir gefällt, schenke ich es dir. Ach echt? Das wäre aber nett. Oh? Er heißt übrigens Posh Pocket. Du musst gut auf ihn aufpassen. Posh Pocket? Na dann, vielen Dank. Wenn du einen Wunsch hast, lässt Posh Pocket es wahr werden. Also verlieh nicht den Mut, Kleine. Starke Held. Oh je, oh je, oh je. Das ist einer der Handlanger des Grafen. Bald werden wir alle als Chaos verfüttert werden. Es hat keinen Sinn zu flüchten. Wir kommen hier nicht weg. Dennoch will ich... Der Graf. Schätzchen, was machst du denn für ein böses Gesicht? Lach mal. Sag mir sofort, wo der Graf ist. Ah, ich bin dir wohl nicht gut genug. Na, na, wer wird denn gleich schießen? Aber wenn's schon sein muss, dann nimm wenigstens deinen Magoon. Ich bin von so weit hergekommen, ich würde es wahnsinnig gern sehen. Ich bitte dich. Was ist denn hier los? Hm? Was ist denn das für eine niedliche Maus? Hoffentlich ist sie nicht allergisch gegen Pollen. Was gibt's da zu lachen? Es ist so wahnsinnig lustig, diese Pollen einzuatmen. Aber bitte, nur zu. Knall die Blümchen ab. Je mehr du tötest, desto lustiger wird es, weil wir alle zusammen die Pollen einatmen. Nun sei doch nicht so schrecklich wortkarg. Na los, hol Magoon raus und ziel auf mich. Weg!
Wenn du einen Wunsch hast, lässt Posh Pocket es wahr werden. Bitte, bitte, schöne Fabula, gib mir die Kraft, uns alle zu retten. Der Kern einer Wassermelone? Wir sind geheilt. Es hat sich bewegt. Was soll das? Wo sind denn meine Pollenbabys hin? Zeul! Gib mir Magie! Magoon ist bereit. Knall mich ab, Schätzchen. Du hast Fungus so gekonnt in einen Kubus gequetscht, dass ich es kaum erwarten kann, gepresst zu werden. Beeil dich, denn je mehr du von meinen Schwesterchen tötest, desto schneller werden sie später aus der Erde sprießen. Um dich zu bekämpfen, wurde das richtige Säul gewählt. Das ist der Schrei einer lichtlosen Seele. Dark Green! Das ist diejenige, die die Geburt eines Lebens verbietet. Virgin White. Und schließlich ewig frostiges Eis. Ice Blue. Jetzt wird's ernst. Leuchte. Ich rufe dich, Shiva. Der Graf. Entschuldigung. Vielen Dank, Sie sind toll. Haben Sie die Person gefunden? Ich weiß, dass Sie jemanden suchen. Hallo, Schwesterlein. Bin ich froh, dass du wieder da bist. Leider sind meine Anziehsachen ganz klebrig geworden. Ach, was hast du denn da Schönes? Oh. Ist die Tasche lebendig? Ich hab sie von einer Fee, sie heißt Fabula. Sie hat sie mir netterweise geschenkt. Posh Pocket ist unheimlich süß. Ehrlich gesagt, ich finde ihn eher unheimlich als süß. Mach dir keine Gedanken. Posh Pocket erfüllt mir jeden Wunsch. So wurden wir gerade alle gerettet. Nanu? Wo ist denn der Magoon-Mann hin? Irgendwie benimmt er sich ziemlich merkwürdig. Ja, stimmt. Die Kapuzenfreaks haben gesagt, wenn man hier was im Wunderland verliert, kriegt man es nie wieder. Andererseits sind die Gesetze von Wunderland für uns ganz bestimmt nicht verbindlich. Es wird sicher alles gut und unseren Papa und unsere Mama finden wir auch. Was hat er denn? Schokobo benimmt sich eigenartig. Ich verstehe, was er will. Er sagt uns gerade, dass die U-Bahn gleich wieder abfährt. Na los, ihr beiden, dann wollen wir uns mal beeilen. Ich will die Bahn nicht verpassen. Yeah.
Final Fantasy grenzenlos. Hört nun meine Prophezeiung. Von der U-Bahn zurückgelassen, im Untergrund lauernd, wird er hinter dem Nebel sichtbar. Der stärkste aller Feinde. Mackenzie. Die weiße Studie. Ich führe euch weiter durch Final Fantasy grenzenlos.